Hat dieser Spähtrupp den Auftrag, die Befahrbarkeit der Brücke über den Fluss zu prüfen und dabei festzustellen, ob die Gefechtsfahrzeuge der Panzerbrigade 21 über diese Brücke angreifen können, da diese auf der Angriffsachse der Brigade liegt und für die Gefechtsführung des Brigadekommandeurs entscheidend ist. Sie sehen, wie ein Spähtrupp, dargestellt durch zwei Spähwagen Fennec, seinen ersten Beobachtungshalt bezieht, um einen Blick auf die Brücke sowie die dahinterliegende Ortschaft zu erlangen. Der Spielwagen Fennec ist das schnellste und wendigste Aufklärungsfahrzeug der Bundeswehr. Ausgerüstet mit modernsten Beobachtungsmitteln beträgt seine Gefechtsmasse 12 Tonnen. Er fährt 120 km/h schnell und ist in der Lage, sich selbst im schwierigsten, auch unwegbarem Gelände zu bewegen. Dabei operiert er nahezu geräuschlos und ist aufgrund seiner flachen Silhouette hervorragend vor gegnerischen Kräften getarnt. Bewaffnet ist der Spähwagen teilweise mit einer 40mm Granatmaschinenwaffe oder einem Maschinengewehr. Die Waffenanlage lässt sich um 360 Grad drehen und erlaubt es so der Besatzung, sich rundum zu verteidigen. Die spezielle Panzerung schützt vor Handfeuerwaffen, Minen und Sprengfallen, um im Ernstfall für seine dreiköpfige Besatzung den besten Schutz zu gewährleisten. Der Einsatz von neuartiger Motorentechnologie erlaubt dem gepanzerten Spähwagen eine Reichweite von 1000 Kilometern. Dank dieser Reichweite ist es einem Spähtrupp, bestehend aus zwei Spähwagen Fennec möglich, in einer Tiefe von bis zu 70 Kilometer vor den eigenen Kräften 3 Tage lang autark zu operieren. Eine hochmoderne Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung, kurz BAA, stellt das Herzstück des Gefechtsfahrzeugs dar. Tag und Nacht einsetzbar beinhaltet dies eine hochauflösende Tagsichtkamera oder Wärmebildkamera sowie ein Laserentfernungsmesser. Brigade, hier ist Spähtrupp. Aufklärungsziel 1 erreicht. Brücke südlich Ortschaft durch Panzerabwehrrichtlinie gesperrt. Beobachte weiter in Richtung Ortschaft kommen. Sehen Sie nun, wie eine Schützengruppe in der Ortschaft in Stellung geht. Die Fennec wurden durch diese feindlichen Schützen aus der Ortschaft nördlich des Flusses aufgeklärt. Sie eröffnen mit einem Maschinengewehr sofort das Feuer auf den Spähtrupp. Der Spähtrupp erwidert mit seinem Bordmaschinengewehr sofort das Feuer. Reicht der Spähtrupp unter gegenseitiger Überwachung aus. Hierzu steht dem Kraftfahrer eine moderne Rückfahrkamera zur Verfügung. Wird er auf eine andere der Brigade fortsetzen. Zeitsprung. Die Brigade greift an. Vorne eingesetzt ist das Panzerbataillon 203. Der Bataillonskommandeur hat eine Stunde seinem Angriff voraus seine bataillonseigene Gefechtsaufklärung angesetzt. Sie sehen jetzt, wie die beiden Aufklärungsgruppen vom Aufklärungs- und Verbindungszug mit ihren beiden Wölfen ihren ersten Beobachtungshalt bezieht. Wie fahren wir jetzt?
Die Besatzung besteht aus jeweils 4 Soldaten und deren Bewaffnung ist das Sturmgewehr G36 sowie eine Panzerfaust 3 pro Gruppe. Weiterhin hat der Aufklärungs- und Verbindungszug eine Verbindungsgruppe sowie eine Erkundungsgruppe. Jede Gruppe kann allerdings untereinander jederzeit jeden Auftrag wahrnehmen und ausgetauscht oder verstärkt werden. Der Aufklärungs- und Verbindungszug ist für den Bataillonskommandeur die einzige bodengebundene Spielaufklärung, die ihm jederzeit zur Verfügung steht. Die Aufklärungstiefe der Aufklärungsgruppen sind maximal 5 Kilometer den Spitzen des Bataillons voraus. Ausgestattet sind die Fahrzeuge mit dem Funkgerät SCM 80-90 und die abgesessenen Kräfte mit dem SCM 52-SL. Durch diese Funkausstattung ist es dem Aufklärungs- und Verbindungszug jederzeit möglich, Verbindung nicht nur mit dem Bataillon zu halten, sondern auch mit den einzelnen Kompanien. Zusätzlich für den Einsatz bei eingeschränkter Sicht, zum Beispiel bei Nacht, hat jeder Soldat das Nachtsichtmittel Lucy zur Verfügung. Überlebensfähig, ohne weitere Aufnahme von weiterer Munition sowie Betriebsstoff, ist der Aufklärungs- und Verbindungszug für maximal 48 Stunden. Nördlich der Ortschlaf kehrt der AVZ 2 feindliche Schützenpanzer in Stellung auf, die jetzt am Horizont aufklappen. Bataillon, hier Wolf 1, Feindmeldung. 1000, nördlich Ortschaft, 2 feindliche Schützenpanzer in Stellung. Wolf 1, hier Bataillon, verstanden. Auftrag für Sie, ausweichen und weiter dem Angriff voraus in der rechten Flanke aufklären. Kommen. Bataillon, hier Wolf 1, verstanden. Wir weichen aus. Nachdem der Spähtrupp der Brigade bereits die feindlichen Schützen in der Ortschaft aufgeklärt hatte, konnte die Aufklärungsgruppe des Panzerbataillons 03 nördlich der Ortschaft 2 Schützenpanzer aufklären. Das Lagebild des Bataillons ist damit verdichtet und der Angriff kann planmäßig beginnen. Die beiden Wölfe der Aufklärungsgruppe führen jetzt ihren Aufklärungsauftrag dem Bataillon im Angriff voraus in der Tiefe des Raumes weiter durch. Dazu weichen sie aus und klären in der rechten Flanke des Bataillons weiter auf. 60 Minuten hinter den Aufklärungskräften des Panzerbataillons greifen die Spitzen der vorn eingesetzten Panzerkompanie an. Diese besteht aus 14 Kampfpanzern Leopard 2. Die Spitzenkräfte werden durch 2 Kampfpanzer Leopard 2A6 dargestellt. Seine 120mm Glattrohrkanone, sein Bordmaschinengewehr sowie sein Flieger-Abwehrmaschinengewehr ist er in der Lage, gepanzerte und ungepanzerte Feindkräfte bis zu einer Entfernung von 3500 Metern zu bekämpfen. Sein 1500 PS Motor befähigt ihn selbst in schwerem Gelände wendig und durchsetzungsfähig zu bleiben. Voll nachtkampffähig und mit einer ABC-Schutz- und Belüftungsanlage ausgerüstet, ermöglicht dies der vierköpfigen Besatzung den Leopard 2 nachts und selbst in kontaminiertem Gebiet einzusetzen. Sehen Sie nun, wie am Horizont ein feindlicher Schützenpanzer in Stellung geht. Kampfwasser 1 hier, Kampfwasser 2, 1000 nördlich Ortschaft, ein feindlicher Schützenpanzer in Stellung aufgeklärt. Kommen. Herr hier, Kampfwasser 1, verstanden. Meine Absicht, diesen Feuerwehrfall zu vernichten. Herr hier, Kampfwasser 2, fertig. Herr hier 1, ich zähle. 3, 2, 1, 4. Die Kampfpanzer klären nördlich der Ortschaft einen durch die Aufklärungsgruppe bereits identifizierten Schützenpanzer auf. Die Kampfpanzer eröffnen das Feuer und vernichten diesen im Feuerüberfall. Panzer 2, hier Panzer 1, ich beziehe Wechselstellung. Alles so verstanden, ich überwache.
Kampfpanzer eine platzierte Stellung in den weiteren Angriff der Brigade überwachen. Die Absicht der Brigade kommt vor. Seiner geringen Größe und guten Motorisierung enorm wendig und geländegängig. Mit seiner 20 mm Maschinenkanone kann er ungepanzerte Ziele bis 2000 Meter Entfernung bekämpfen. Das Panzerabwehrsystem kann schwer gepanzerte Ziele bis 3750 Meter Entfernung bekämpfen. Zur Annäherung an den Fluss nutzen die Jäger das neue Gruppentransportkraftfahrzeug, kurz GTK Boxer. Der Boxer kommt. Boxer beziehen nach dem Kapitän der Jäger eine gedeckte Aufstellung.
Fluss weiter an. Auch für die Gefechtsfahrzeuge der Panzerbrigade 21 wieder gangbar. Die Jägergruppe 2 bezieht zur Sicherung dieses Flussabschnitts eine Stellung nördlich der Ortschaft. Nachdem die Jäger die Ortschaft und das Gelände auf der Nordseite des Flussufers genommen haben und die Wiese weiterhin in die Tiefe des Raumes nördlich des Flusses beobachten und wirken können, wird parallel zur Öffnung der Sperre auf der Brücke eine Kriegsbrücke vorbereitet. Für den weiteren Angriff über den Fluss bereitet das Panzerpionierbataillon 1 die Böschung für die Panzerschnellbrücke mit Hilfe des Panzerpionierpanzers Dachs vor. Dieser schafft die Auflage zur Vorbereitung des Einsatzes. Der 43 Tonnen schwere und 830 PS starke Pionierpanzer Dax ist das Multifunktionswerkzeug der Pioniertruppe. Mit seinem Wurmschild bewegt er 270 Kubikmeter die Stunde und kann somit Panzerstellung schieben. Sein Teleskoparm mit Löffel hebt maximal 7,8 Tonnen und räumt damit so manches Hindernis aus dem Weg. Der mit 3 Mann besetzte Panzer hat zusätzlich noch eine Seilwinde, um andere Panzer zu bergen, sowie eine elektrische Schweißausrüstung für Metallarbeiten an Bord. Nun durch den Brückenlegepanzer Biber die Kriegsbrücke abgelegt. Der nun abgerufene Brückenlegepanzer Biber wird durch die Panzerpioniere eingewiesen, die gleichzeitig alle wichtigen Informationen zur Uferbeschaffenheit per Funk durchgehen. Der mit 2 Mann besetzte Brückenlegepanzer Biber hat ein Gewicht von 45 Tonnen ohne die Brücke, welches ihrerseits 10 Tonnen wiegt. Mit ihr kann der Panzer Hindernisse von 20 Metern überbrücken. Sollte der zu überwindende Einschnitt größer sein, können maximal 3 Brücken überlappend verlegt werden, um Einschnitte bis zu 45 Metern zu überwinden. Zudem lässt sich die Brücke als Rampe für Bahnverladung einsetzen, sowie zur Verstärkung beschädigter Brücken. Panzerbrigade 21 kann nun weiter über den Fluss angreifen. Der Brigadekommandeur hat sich für den weiteren Angriff Richtung Norden dazu entschieden, zunächst weiter mit dem Panzergrenadierbataillon 212 vorn anzugreifen. Dazu weist der Kommandant des Bibers die Panzergrenadiere in die geschaffene Übergangsstelle ein. Alle.
zeichnet sich besonders durch ihre hohe Flexibilität im Wechsel der Kampfweise sowie dem daraus resultierenden auf- und abgesessenen Kampf aus. Das Panzergrenadierbataillon 212 ist mit dem Schützenpanzer Marder 1A3 ausgestattet. Dieser wird von einem 6-Zylinder, 600 PS Reihenmotor angetrieben. Mit einer Breite von 3,4 und einer Länge von Marder hat eine Tagoptik und ein Wärmebildgerät für den Einsatz in der Nacht. Er kann Erd- sowie Flugziele bis zu 2000 Metern bekämpfen. Im Panzerfeind ist der Schützenpanzer Marder mit der Panzerabwehrwaffe Milan ausgestattet, mit der er die Ziele bis 2000 Metern bekämpfen kann. Sehen Sie nun, wie das Panzergrenadierbataillon 212 über die durch die Pioniere geschaffene Übergangsstelle weiter Richtung Front angreift. Haben die feindliche Verlegenminensperre erkannt. Die Kommandanten melden diese direkt an das Bataillon. Sehen Sie im Horizont, wie mehrere Schützenpanzer und Schützen jetzt in Stellung gehen. Der nach Norden ausgewichene Feind wird durch BMK niedergehalten, wenn die Panzergrenadiere in der Sperre die Kampfweise wechseln und die Sperrsicherung werfen. Hindernisse zu räumen oder Objekte zu sprengen. Jetzt wird durch zwei Kampfmittelabwehrfeldwebel der Pioniertruppe die Verlegenminensperre erkundet und eine eventuelle Gasse für eigene Kräfte innerhalb der Sperre ausgeschildert. Nachdem die Pioniere die Sperre geöffnet und eine Minengasse für die Feuerwehrkräfte ausgeschildert haben,
treffen jetzt die beiden Schützenpanzer weiter in Richtung Norden ab. Willst du nicht? Nach dem erfolgreichen Kriegsrückschlag sowie dem Öffnen der Sperre wird durch den nördlichen Teil der Gasse nun durch die Grenadiere gesichert. Das Panzerbataillon 203 greift jetzt über die Stellung der Panzergrenadiere Richtung Nordosten an. Die Jäger nehmen ihre Gruppe wieder auf und folgen den Grenadieren im Angriff. Thank you.
Grüne Strom. Kannst du da mal eine große reinmachen? We're just going to go to the next one.